habe beschlossen, dir die Beichte abzunehmen. Hab Dank, Vater. So wie ich euch auf Erden schütze, möget ihr mich im Jenseits schützen. Du glaubst, du beschützt mich. Aber wer beschützt dich? Das ist Jacques Roux, der jähzornigste Priester aller Zeiten. Er war ein Extremist, sogar für Robespierre zu extrem. So schlimm die Schreckensherrschaft auch war, Roux hätte noch sehr viel schlimmer gefühlt. Die Templer behielten Roux in der Hinterhand, falls Robespierre fiel. Mir gehen die Waffen aus, Roux! Die Assassinen wollen mir an den Kragen. Darauf zählen wir. Vertretet euch die Beine. Morgen führt ihr den Terror in eine ganz neue Richtung. Werden eure Meister ihren Teil der Abmachung einhalten? Das tun sie immer. Einige Assassinen versuchten vergeblich, Roux zu töten. Sie wurden vermutlich verhaftet. Findet sie und bringt den Job zu Ende. Und damit guten Tag, Leute. Leo hier mit einem neuen Gameplay. Es ist Unity, es ist der Koop. Und ihr habt's im Briefing gehört, wir sollen einen Typen töten. So, aufs Maul. Und damit würde ich auch mal behaupten, ja, was will ich überhaupt behaupten? Gar nichts. Die Mission hat angefangen und wir machen uns jetzt auf dem Weg halt zu unserem Missionsziel. Ist Koop. Ich bin mal gespannt, ob das Spiel abkackt oder nicht, denn es gibt Matches oder Koop-Sessions, die kacken halt einfach ab. Ja, kann ich nichts für. Da ist der Spieler dran schuld und ja, was kann ich noch sagen? Ich wollte euch so viel sagen, aber ich habe es alles vergessen. Ach ja, ich habe mal geguckt, wie das Spiel auf 60 FPS läuft, beziehungsweise habe einfach mal die Grafik runtergestellt, um halt zu sehen, wie das Ding denn auf 60 FPS so aussieht. Ich habe eigentlich erwartet, dass ich die 60 FPS erreiche, wenn ich einfach mal jetzt von Ultra, also jetzt ist alles auf Ultra bis auf Anti-Aliasing. Also wie gesagt, wenn ich halt alles von Ultra auf ganz Low stelle, wie das dann aussieht. Es war ein 5 FPS Unterschied, das muss man erstmal nachmachen. Also sprich, von Low auf Ultra sind 5 FPS, das ist echt hart, das spricht nicht fürs Spiel. Deswegen habe ich es jetzt einfach so gelassen. Das Spiel ist jetzt wieder auf Ultra. Anti-Aliasing geht halt nicht anders. Das habe ich auch auf ganz Low mit richtig beschissenen FPS nur. So. Was kann ich noch sagen? Ich werde versuchen, dieses Gameplay, das Adlerauge, so wenig wie möglich zu benutzen. Aus dem ganz einfachen Grund, es sieht nicht so gut aus. Also im Video dann. Mir tut es zwar helfen, aber ich werde es halt versuchen zu meiden, weil es halt einfach besser aussieht, wenn ich dieses Adlerauge nicht benutze. So, wir müssen jetzt dieses Haus infiltrieren. Oh, da sind viele Wachen, Leute. Wir schauen mal. Geh da mal rein. Danke. Richtig. Aha, in deiner Mutter. Meine Assassinen sind ein bisschen in... Also nicht meine Assassinen, meine Kollegen sind ein bisschen in kämpferische Handlung eingeweiht. Das muss ich aber mal gucken. Durchaus möglich, dass das Gesuchte gar nicht in diesem Haus ist. Ja, ist im anderen. Ist aber nicht so schlimm. Gehen wir eben zum anderen Haus. Das ist kein Beinbruch. So. Da ist auch schon ein herrliches Fenster. Geh da bitte rein. Danke. Und er schläft und... Jetzt schläft er nicht mehr. Also jetzt schläft er noch mehr als vorher. So, beschaffen wir den Scheiß mal hier. Okay, hat uns das jetzt was gebracht? Das Patientenbuch holen steht, ja. Hab ich doch, oder? Assassin's Creed. Mach jetzt bitte keinen Scheiß. Ach, Leute. Ja, gut. Aufgabe abgeschlossen. So, das hat jetzt aus irgendwelchen Gründen echt ultra geleckt. So, wir sollen jetzt die Assassinen befreien. Im Intro wurde ja darüber berichtet, dass relativ viele Assassinen gecached wurden und eingesperrt wurden, als sie diesen Typen umbringen wollten. Gut, wir haben zwei Marker. Nicht die aus Dead Space. Aber halt Marker, wo ungefähr die Assassinen sein sollten. Dann sprinten wir auch mal dahin, machen eben das Adlerauge an. Alles klasse. Schleichen wir uns mal hier rum. Hoppala, der sieht uns.
Jetzt nicht mehr. So, wir müssen hier runter. Ich habe diese Mission zugegeben schon öfters gespielt. Zweimal jetzt schon. Hier mit meinem dritten Durchspielen sollte ich jetzt alle Gegenstände theoretisch freispielen. Wir werden mal eben eine Rauchbombe darunter werfen. Warum? Damit sie uns nicht sehen, während wir diese Alarmglocke durchschneiden. Nervt tierisch, wenn die Alarm schlagen. So, jetzt gehen wir mal eben hier in Deckung. Wir nutzen unsere Phantomklinge, um den auszuschalten. So. Noch ein. Oh shit, der hat uns gesehen. Egal, ich wollte eh kämpfen. Das war eine Lüge, ich wollte gar nicht kämpfen. Ich habe jetzt nur mal verkackt. Ist aber nicht schlimm, dann kämpfen wir eben hier ein bisschen. So. So. Die killen wir eben sehr schnell. Die sind nämlich extrem gefährlich. Jetzt schauen wir mal. So. Irgendwo sind die hier unten. Ah, dann sind die wahrscheinlich hier. Ach, die sind gar nicht mehr hier drin. Na toll. Wir haben genau den falschen Raum betreten. Der Assassine war nie einem der Käfige hier. Kann man nie wissen. Das sind solche zufallsgenerierten Sachen von der Mission. Sprich, die Missionen sind nie immer gleich. Die haben immer ganz kleine Unterschiede. Ich würde aber stark behaupten, dass uns das jetzt gar nicht mehr bringt, wenn wir da jetzt noch großartig hindudeln. So, bringen wir den eben um. Okay, alle Assassinen sind frei. So. Jetzt könnt ihr Ruh ausschalten. Aber erst müsst ihr ihn finden. So, der gute Ruh. Jetzt geht's ans Eingemachte. Verdammt, ich hoffe, das hat man jetzt nicht im Video gehört. Gehen wir einfach mal zu dem guten Ruh. So, irgendwo ist er hier jetzt. Gefunden. So, hier, die Owen hier alle schön weg. So, den schalten wir noch eben auf. Oh, das war schlecht. Na komm schon. Ja, greif an. Boah, Mann, die sind aber auch schnell. So. Halleluja. Und tot. So. Jetzt müssen wir entkommen. Das heißt, wir haben unsere Mission erledigt. Und wie entkommt man am schnellsten? Man springt in den Fluss. So, 3 von 4 Spielern entkommen. Wir haben es gleich geschafft. Ich schwimme jetzt einfach mal zu meinen Freunden, denn wir müssen echt nichts mehr machen. Also das gilt jetzt schon als entkommen. Ich ziehe mir eben die Uhrzeit rein. 4 Minuten? Was? Warte mal. Schau mal eben das Licht an. Bin ich dumm? 4 Minuten waren das? Ach, ich wollte schon sagen hier. Ja, das wäre es auch noch gewesen, wenn das jetzt hier im 4-Minuten-Video gewesen wäre. Wunderbar. Wunderbar. Ja, die Mission ist ganz nett. Haben wir jetzt auch abgeschlossen. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch ein ganz kleines bisschen Zeit. Ich werde mir jetzt noch eben die Ausrüstungsgegenstände ausrüsten, die ich bekommen habe. Oder zumindest schauen, ob die überhaupt besser sind. Kann sein, dass sie schlechter sind. Und warten deswegen erstmal darauf, dass der Ladevorgang beendet ist. Wunderbar. So, Charakteranpassung, Ausrüstung, Ausstattung. So, und jetzt gucken wir mal. Verbesserter napoleonischer Umhang. Ja, sieht fresh aus. Haben wir ein bisschen mehr haben wir sehr viel mehr Gesundheit. Wir rüsten den jetzt einfach mal aus und verbessern den auch gleich instant. Ich habe so viele von diesen Verbesserungspunkten. Ich habe 32.500. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch alles verbessern soll. Ich habe so viel Geld gar nicht. So, was habe ich denn noch hier alles? Freigespielt ist immer so eine Sache. Das wird zwar am Ende gezeigt, aber ich weiß es nicht. Die waren es nicht, das weiß ich. Hier war es das. Verbesserter Laura-Gürtel, okay. Nee. Finde ich nicht so gut. So, Beine. Mal gucken. Das wird sie wahrscheinlich nicht gewesen sein. Das hier ist sie. Meisterliche Phantomkniehose. Die hat schön ordentlich was zum Schleichen und sieht eigentlich auch ganz nett aus. Rüsten wir mal auf. Aus und verbessern sie auch gleich. Wenn ich die verbessere, kriegt die verschiedene Stats besser. Also die haben alle Stats, diese ganzen Items. Und wenn ich die verbessere, werden die noch besser. Jaha. Ja, Arno sieht jetzt ganz fresh aus. Na, geh nochmal bitte weg.
Ich muss eben gucken. So, Arno sieht ganz fresher aus jetzt hier. Ja, und das war's mit dem Gameplay. Ich wollte euch das zeigen, was ich euch zeigen wollte. Die Missionen sind relativ kurz, aber ich weiß nicht. Ich werde jetzt nicht nur eine hinten dranhängen. Ich kriege die ganze Zeit irgendwelche dummen Benachrichtigungen, aber das ist nicht mehr euer Problem. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus. Haut rein.